Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play zu Battletech. Ich warne euch direkt mal vor, das ist eine Pre-Release-Version. Ich hatte massive Schwierigkeiten mit Abstürzen hier schon gehabt, aber nur, wenn ich nebenbei OBS laufen gehabt habe, für Videos aufzunehmen. Die haben mich auch extra eine E-Mail vorgewarnt, dass genau das auch passieren könnte. Genau das ist auch passiert. Für euch heißt das jetzt nur, dass, also es läuft, ich habe es ausprobiert. Wenn ihr keine Aufnahme macht, läuft es absolut flüssig, alle Videosequenzen. Wenn ihr Aufnahmen macht, in der Pre-Release-Version zumindest, ich denke schon, dass sich auch noch eine Release-Version da auch noch ändern wird. Dann könnt ihr keine Aufnahmen nebenbei machen mit den Videos. Zumindest nicht bei meiner Konfiguration. Ich habe irgendwie so eine Grafikkarte für 700 Euro, die mag das irgendwie nicht. Aber die haben mich auf jeden Fall auch gewarnt davor. Also nur, wenn ihr Bescheid wisst, ne? Das ist der Grund, warum ich euch keine Videosequenzen zeigen kann. Ich hoffe, dass er das in der Kampagne, wenn es zwischen Cutscenes gibt, dass er dann nicht einfach abstört, sonst wäre das ein bisschen doof fürs Let's Play. Aber da kann ich leider nichts dran ändern. Außerdem haben die mich darum gebeten, da ich euch noch sage, Spoiler-Alarm, ne? Weil ich spiele ja die Kampagne und dann gibt es halt Story-Geschichten da drin. Und dann verrate ich halt vielleicht auch so eine Story. So, dann schauen wir mal direkt. Also, the Oregon Reach is a small kingdom in the Rimworld Periphery. Achso, ganz kurz Vorwort, weil ich die Szene nicht sehen konnte. Ich sag's nochmal ganz kurz. Die Vorspänne sind der absolute Hammer. Und ich weiß, das ist jetzt fies, aber ich kann es euch leider nicht zeigen. Aber guckt euch die vielleicht mal irgendwo anders an. Die sind super gemacht mit Bildern, die mehrere Layers haben, wo Animationen auf den Layers drauf sind, die Atmosphäre sind, die Story gut erzählen, die mit einer guten Sprachausgabe kommen, epischer Musik. Also ich finde die stilistisch, finde ich diese Bilder absolut der Hammer, ne? Ich kann das nur sehr, sehr empfehlen, es anzuschauen. So, The Oregon Reach is a small kingdom in the Rimworld Periphery, a region of space that lies at some... Die erzählt übrigens auch der Vorspann die Geschichte so ein bisschen, wie ihr hier wohl angefangen habt als Söldnertruppe, erzählt aber auch, wie die Innersphäre aufgebaut wurde, wie der Sternenbund gegründet wurde und zusammengebrochen ist. Ne? Also für alle, die sich mit Battletech nicht auskennen, die kriegen eine kleine Einführung. So, jetzt, a region of space that lies at the outskirts of a more densely colonized inner sphere. It is home to the Oregon Coalition, a federation organized around a parliamentary monarchy and ruled by the Arano family. Okay. Wo ist das denn? Hier unten das Zeug oder was? Genau. Eine Koalition ist es hier oben im Rande der Innosphäre. Okay. For three generations under the rule of House Arano, the Oregon Coalition has remained a relatively peaceful corner of the periphery. Hier fängt unsere Geschichte an als Söldner. Also Background. Achso, next klickt man einfach, okay. Hab noch nie gespielt. Also ich hab den Kampf natürlich gemacht, ne, und natürlich auch das Brettspiel gespielt und was nicht alles. Aber ich habe noch nie die Kampagne hier gespielt. Das ist noch neu für mich. Decades ago, your family came to the Reach from... Ah, jetzt könnte ich hier wahrscheinlich... Ich vermute mal, dass ich damit verschiedene Boni freischalte im Spielverlauf. Einfach mal aus Neugier. Also wenn ich Haus Kurita bin, das sind die Japaner, ne, in dem Spiel, wenn man so möchte. Who hail from the combined tend to be fierce, discipline, relentless fight, no matter the odds. Commonlands ethnically diverse as many the empires, also one of the most controversial, or essentially the rule of founding Horse Corita, uniting the people of the combined in a single culture and heavy mode. Genau. Also ich habe jetzt überlegt, gesucht, ob ich hier irgendwie jetzt gewisse Boni bekomme, irgendwas freigeschaltet kriege mit diesem Background. Vermutlich wird das auch irgendwas freischalten, vielleicht auch Story-Bits, vermute ich mal. Aber wenn ich jetzt auf Ansicht nichts sehe, dann kann ich auch irgendwas einfach aussuchen. Die meisten werden wahrscheinlich Haus Steiner spielen, vermute ich mal. Oder Davion, eins von beiden. ja, ich glaube, wir machen das auch einfach. Wir machen Haus Steiner, Lyranische Commonwealth. Habe ich bei den Büchern immer für geroutet, wie man so schön sagt. You're of noble birth. Sieht ein bisschen angenagt aus, der Freund. So, three immigrants are on reach. Your family soon established a comfortable presence in the small backwater system of the race. At the time you were born, family had become the de facto ruling nobility of the system's only inhabited planet. There's an oldest child, here to the front, as Battlemech, an old blackjack BG1. Die hatten ja eine Klage gehabt, ne? Also eigentlich jedes Battletech-Spiel auf der ganzen Welt hat, glaube ich, immer eine Klage bekommen, wegen den Max-Designs von, glaube ich, drei oder vier Max, ne? Von diesen, Gold irgendwas hießen die. Die haben Robotech wohl gemacht und angeblich sind alle Mechs von denen kopiert, nicht alle, aber ein paar. Und da müssen wir mal aufpassen, welchen die wohl zeigen. Und die Klage wurde abgewiesen und da dürften sie auch die von Robotech jetzt nehmen. Aber so am Rande, immer wie von Blackjack. So, you met Raju Mastiff Montgomery, a veteran of the Succession Wars, whom your parents hired on for a season to train you as a Mech Warrior. Da gerade ein Tooltip drüber. Achso, das heißt dann, dass ihr hier quasi nochmal mehr Details bekommt. Feine Sache.
Mal drüber gucken. Blackjack. Powerful Alpha Strike, Jump Jets. Was ist Trick by Cable the Teacher and you quickly became a skilled pilot and this is Turtle Age. Okidoki. So, until the day after your 16th birthday, when you were exiled, you were struck on your own. Ah, jetzt kriegen wir hier endlich mal Werte verteilt. You stole away with the family's ancestral blackjacks. Die werden normalerweise in eine Familie übergeben, weil gerade bei Söldnertruppen, ne? Diese Max, weil die halt sehr teuer sind, die Teile. Ja, also haben wir den dann geklaut. Struck out on your own. Die große Frage ist ja wahrscheinlich, ob wir immer den gleichen Blackjacks bekommen und welche Boni wir bekommen. Da stand Jump Ship. The rest of your family died in a freak Jump Ship accident. Ah, das ist natürlich doof. Aber wir scheinen überall fast das gleiche zu kriegen. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, was die Dinger da machen. Ah, Gunnery. A chance to hit with ranged weapons. Higher skills, effective counter to evasion. Also sagen wir so, wir wissen jetzt, dass der Blackjack Autokanonen hat, Sprungdüsen und deswegen halt wahrscheinlich eher so ein Close-Range-Mech ist. Plus in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, haben die das so gemacht, dass leichte Laser, Autokanonen und Maschinengewehre, glaube ich, dass die im Nahkampf auch auf den Gegner schießen können und alle anderen Waffensysteme nicht. Ne, also so wie von Nahkampf-Mech, das würde ich daraus schließen. Und Call Shots, reduce the penalty für Indirect Fire. Okay. It improves the minimum range of weaponry. Das Tactics klingt eher so für typisch Katapult-Mechs, Langstreckenraketen und so. Also scheint keinen Sinn zu machen. Piloting, ne? Also wenn wir halt die ganze Zeit reinjumpen und laufen und so, brauchen wir mit Sicherheit diesen Piloting-Skill. Melee-Hitten, also Nahkampfschaden kriegen wir da. Base-Sprint-Distance können wir erhöhen. Threshold of Unsteady, das ist glaube ich, wenn ihr zu viel Schaden in einer Runde nimmt, dann gibt es dieses Unsteady, wo ihr hinfallen könnt. Und dann seid ihr natürlich tot, ne? Wenn ihr euch drauf tritt und ihr am Boden liegt, gerade mit so einem leichteren Mech. Also Piloting brauchen wir definitiv, aber Piloting mit Taktik scheint bei dem Mech keinen Sinn zu machen. Also ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Mech ist, aber ich hätte nur eben kurz die Bewaffnung hier gelesen, Sprungdüsen, ne? Also eine AC2 und dazu Sprungdüsen, das spricht für mich sehr, und ein paar Medium-Laser. Das spricht für mich eindeutig für Flanking-Mechs. So würde ich die zumindest machen. Was macht Guts? Guts improves the maximum health of Mech-Warriors. Reduce from weapon recoil, increases threshold of heat that triggers overheated. Die Recoil-Geschichte ist halt für die Autokanone interessant. Wenn ich halt mehr Runden nacheinander mit der feuere, wird die halt ungenauer, eine Treffsicherheit, was ja schön designt ist. Also Guts wäre da gar nicht so unwichtig. Heat, ja, wenn der halt so ein Alpha-Striker ist, ne, dann hat er natürlich auch ein schönes Heat-Ding. Aber Tactics wieder lohnt sich eigentlich nicht. Also Piloting und Guts, glaube ich, wären die super Kombination hier. Ja, Gunnery braucht jetzt wahrscheinlich immer, aber hier auch. Das hängt ein bisschen vom Einsatz ab. Also ich glaube, mit Guts und Piloting kommen wir am besten. Das heißt, your family died in an accident. Hervorragend. So. Hier können wir noch ein paar Sachen verbessern. Okay. Gunnery, Guts nochmal. Ich weiß ja nicht, wie das skaliert, das Zeug. Aber ich würde einfach hier den Merchant Guard machen. Und dann haben wir halt nochmal einen Piloting Skill. You signed on as a guard for a small trading guild. Providing security as a guard. Innosphere was largely uneventful. Das geht so gut. Ja, also sagen wir mal so, die Familie ist halt gestorben in so einem Unfall, ne, und danach haben wir uns einfach einen Job gesucht. Klingt sehr vernünftig, kann man mitarbeiten. Auf jeden Fall ist ein guter Pilot. So, until years later, you cross paths with Raju Mastiff Montgomery once again. Unser alter Lehrmeister, wenn ihr euch erinnert. While escorting, supply caravan to a small outpost on the outskirts of the Regan Reach, you were set upon by pirates and left for dead. Raju happened to be visiting the capital city and picked up your distress call. Upon rescuing you, he offered you a job in the house Arano, Royal Guard. Arano, das haben die ja eben gesagt, ne? Das ist von der, dieser Konföderation, wo wir arbeiten, da die Ruling Family. So this is when you find yourself reunited with your old mentor, preparing your ancestral blackjack for guard duty on the coronation day of the lady. Kamea Arano. Sehr schön, sehr schön. Die wird gerade gekrönt, die Dame. So, und jetzt können wir uns dann hier zusammenbauen, um Aussehen und allem. They. Was ist denn they für ein Ding? Okay. Ja, wir haben einfach einen Piloten. So alt ist er dann wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung, wie der aussehen soll. Das sind alles so Sachen, die interessieren mich nicht so sonderlich. Machen wir einfach mal hier so ein Bildchen.
Also wir machen es ein bisschen ordentlich, ja. Also wir wissen ja, ne, seine Family ist ja gestorben und es war halt alles furchtbar. Und der hat sich ja noch so durchgeschlagen, gerade in der Peripherie. Also ein bisschen mitgenommen müsste der aussehen vielleicht. Der sieht ein bisschen angeklatscht aus. Das könnte zum Beispiel ganz gut sein. Oder der hat auch ein schlimmes Leben gehabt vielleicht. Ja, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Random mal einen Namen reinpacken hier. Lifter Glenn. Glenn Lifter. Achso, andersrum. Last Name ist Nyman. Glenn Nyman. Wir sind einfach Medicus Barracuda. Lift, also der Name, wir wissen ja, wir haben was für ein Mac wir haben. Von daher hätte ich ganz gerne auch ein Callsign, was halt Sinn für den Mac macht, damit das halt reinpasst, ne? Also das ist halt so ein Typ, der reinspringt und immer rumballert. So wie Känguru, dann ist der Callsign Känguru. Weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe, hoffe. Ja, dann ist er jetzt Känguru. So, ihr Charakter-Background. Achso, das haben wir jetzt alles eingestellt, genau. Das heißt, wir haben einen sehr guten Piloten mit viel Guts, dass die Autokanone noch ordentlich feuert. Bei den ersten Sachen, wo wir das machen können, am besten nochmal die Autokanone, nochmal, ne, die Laser gegen die Autokanone vielleicht tauschen. Gegen Extra, wenn das geht. Oh, ich hoffe, das stürzt jetzt nicht ab. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht ab. Da fehlt aber jetzt die Sprachausgabe leider. Also bei der anderen Vorspielen hatten sie Sprachausgabe, das hätte ja eigentlich auch gut reingepasst. Das wird der Klassiker werden, ne? Der Onkel will den Thron für sich selber, vermute ich mal. Und wir sind jetzt zur Wache eingeteilt, um die bei der Krönung zu bewachen. The Mackie was the first Battle Mac. Aha, okay. Der steht da oben auf seinem Mac drauf. Hängt direkt mit Combat an, so muss das sein. Sehr schön, sehr schön. Ursprünglich war das Spiel ja wohl designt gewesen als so Arena-Skirmish-Zeugs, ne? Ohne Kampagne. Aber es war so ein Riesenerfolg auf Kickstarter, dass sie wohl eine Kampagne nachgeliefert haben. Was ich sehr schön finde, weil einfach nur Be Schlachten schlagen, ohne so Story nebenbei und ohne Mech-Lab und so, weiß nicht. Command Interface initiated. So, aber das scheint jetzt nicht, dass sie auf mich so ein Tutorial geben wollen. Okay. Kamera mal drehen. Ja, dreht ein bisschen langsam. Müssen wir vielleicht mal gucken. So, okay, Kangaroo. I had the Espinosa refit yards rush the repairs on your blackjack. Looks like it's all in one piece, but we should run some diagnostics on it just to be sure. Aye, sir. More importantly, though, I want to tell you something about the job I brought you here to do. Now, do me a favor and get the battle mech moving. Also wahrscheinlich so ein bisschen Tutorials leider sein. Say it, kid. I wasn't completely honest with you the other day. There's gonna be more to this job than escort duty. Okay. Ich muss mal gerade die Steuerung schneller einstellen. Das scrollt ein bisschen langsam für meinen Geschmack. Und eigentlich wäre vielleicht bei der Audio, aber das ist schon auf Maximum hier. Ich glaube, wenn ich das jetzt lauter mache, muss ich die anderen leiser machen. Nochmal Ambiente, weil die Sprachausgabe war ein bisschen hier der Chatter und so. Sonst ein bisschen leise. Okay, das ist echt ambiente Sound, hätte ich jetzt gesagt. Machen wir das mal vielleicht so. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber ich wollte jetzt eigentlich das mit dem Scrollen schneller machen, ganz kurz. Gamma, Window, kann man aber nicht einstellen. Advanced. Ah, das ist aber was anderes. Vielleicht war das hier oben. Zoom, Attack Zoom. Zoom Type. Cinematics.
Sprint, Follow, Normal Move. Kann man aber anscheinend nicht einstellen, wie schnell man die Kamera drehen kann, oder ich übersehe das gerade? Vielleicht bei Controls. Kamera Panda ist es. Aber das war gerade extrem langsam. Das ne, tut ein bisschen weh dann. Alles klar. So. Dann rollen wir mal den Mac darunter. Ja, viel besser. So, what you here because there's something wrong in the capital. It's been too quiet since Harold Tamazi's funeral. I'm worried about Lady Camilla's safety during her coronation. Da hätte ich schon ein bisschen gerne mehr Sprachausgabe. Anyways, looks like you are acting. Check out. Let's conduct weapon tests. Like I was saying, I can't prove anything. But my gut tells me something's off. And a warrior trusts their instincts. So, mit Tab kann man die dann durchklicken einfach. Die Frage ist halt, wie muss man das jetzt lesen bei diesen Test-Dummies? Klar, ne? Fronttreffen halt. Das können wir wahrscheinlich sogar Targets anvisieren, vermute ich mal. Da oben ist das vielleicht Stability, Armor, nicht Structure, Armor. Schon was hätte ich das gespielt das letzte Mal. Hier unten, glaube ich, ist, wann er auf die Fresse fällt. Das müsste eigentlich das sein. Aber mal ein Attack. All weapons committed. Guter Treffer. Ich hätte natürlich jetzt auch einen Punkt anvisieren können, aber ich glaube, die Treffsicherheit runter. Enemy Mech destroyed. Sehr schön. Also sagen wir mal so, wenn man nicht bei den Clans ist, ist wird sowas normal ein Simulator gemacht in diesem Universum, ne? Noch ein Target-Dummy. Training her since she was 14 all. She can be naive at times. And proud, no daughter, she will be bla bla bla. Safe to Colonia City. Lady Victoria, well, she's only been training under me for a single season, but she's already shaped. Und die anderen MechWarriors, die sind vorgestellt, werden wahrscheinlich. Targeting Computer, Drone over there, then moves on the puts. Some hurt on it for me, then it turns. Take out a single rear shot. Kamea's like a daughter to me. And her late father, High Lord Tamati, was a good friend. So, noch kann ich keine Sachen da anklicken, also einfach nur hier draufballern. Soll ich jetzt wirklich mit allen Waffen, also da unten sagt er ja jetzt die Treffsicherheit, ne? 95% für das kleine Target. All weapons committed. Ich vermute mal, die wollen einem damit zeigen, dass der Wald irgendwie Deckung gibt oder so. Victoria pulls no punches, but she's been a loyal companion to Kamea since they were kids. Aside from you, there's no one I'd rather have by my side in a fight. Komisches Tutorial. All weapons committed. Also wahrscheinlich einfach nur zu zeigen, wie die Damage-Modelle sind, ne? Frontal, Walddeckung, ohne und dann den Schuss von hinten. Enemy unit destroyed. Nice shot. Nebenbei erzählt er die Story. Go ahead and fire up your jumps. Okay. Dann jumpen wir mal da runter. Wir sind allerdings noch ein bisschen warm im Moment, ne? Gibt es einen Ort, wo ich hinjumpen soll? Genau auf den Punkt da unten. Ich hasse solche Tutorials, ne? Engaging jump jets. Aber es sieht halt cool aus. Enemy detected. So. Yeah, I was afraid of that. Jump jets build a lot of heat. And that was more than your engine could handle. Head on into that water. We need to get you cooled off. Genau, im Wasser kann man wohl abkühlen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das im Spiel designt ist. Ich glaube noch, mich zu erinnern. Also beim normalen Battletech ist es auf jeden Fall so, im Wasser kühlt er halt nur ab, wenn die Kühldinger halt auch, die Heatsinks, ne? Wenn die halt in den Füßen auch sind, ne? Meines Wissens. Und ich weiß nur nicht, wie das hier designt ist. In jedem Fall sind wir jetzt hier überhitzt, um einen Tooltip dazu lesen, was genau passiert, ob wir jetzt Schaden nehmen. Also wir haben hier wohl schon ein bisschen Structure Damage genommen. Ich denke mal, dass es von der Hitze kommt. Ja, Structure Damage jede Runde, sagt er. So. Vielleicht zischt es. Kriegen wir dann Smoke? Wahrscheinlich nicht. Plasma Leak Detected. Jump Jet Malfunction. Jump Jet Damaged. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt keine Jump Jets mehr zur Verfügung, weil wir halt unbedingt trainieren mussten, wie so ein Rookie.
Was halt für so einen leichten Mech, wie wir den jetzt haben, eigentlich nicht so, also richtig leicht ist er jetzt auch nicht, aber ne, ist ja kein Heavy. Also die Jump Jets waren, glaube ich, schon ein Key-Ding von uns. Aber jetzt können wir zumindest den Nahkampf machen hier. Click the melee rectangle, press V zu the melee targets. Genau, da kann ich jetzt hier von hier mit V wohl anvisieren. Newton sagt, er ist 95% Wahrscheinlichkeit. Und 40% Schaden, das ist, glaube ich, Death from above, ne? Mit Sprunglösung hinter denen auf den Kopf hüpfen. Ich überlege jetzt nur gerade, wie schreibt hier Damage 40 und Step ist 45. Ich bin nicht sicher, was der mit Step hier meint. Aber wir machen wohl den 40er Angriff jetzt hier. Das ist kein Step-Attack. Push that engine, kid. If something goes wrong today, I want to know that your mech can maneuver. Okay. The farther you move, the more evasive charges you will gain. Each evasive charge makes you harder to hit. Genau, das ist wie bei dem Brettspiel, ne? Eine Key-Mechanik, der mal in Bewegung zu bleiben. So, was er also jetzt sagt, ist, ich muss jetzt diese Charges aufbauen. Die werden Ihnen grafisch angezeigt. Ach, man sieht die jetzt hier gar nicht, oder? Frost Cover, Damage Reduction, was wir eben gesehen haben. Ich vermute mal, diese weißen Striche hier, die geben mir dann jeweils einen Charge. Das heißt, bis da hinten habe ich dann 4 Charges, wenn ich da hingehe. Das heißt, hier hätte ich nur 3, ne? Dann wäre auch besser, wenn ich dahin rennen würde, aber das ist ja Tutorial. Oder wohl hier hin. Full throttle. Das sollte aber dann wahrscheinlich nur für den Fernkampf gelten, hätte ich gesagt, ne? Wieso habe ich jetzt Evasion minus 1 bekommen? Wahrscheinlich, weil jetzt einmal auf mich geschossen hat und das heißt, dass er sich einschießt oder so. Weil fürs Rennen hätte ich ja Evasion bekommen und nicht abgezogen werden kriegen müssen. Your Blackjack is combat ready as it can be, given the circumstances. Ja, das scheiß Training hat meine Sprungdüsen gerade ausgemacht, du Idiot. Okay. So. Lady Arano ist in der Mechway am Warten auf uns. An impressive display, Sir Raju. Of course, this Mech Warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around a cockpit. Der hat gerade seine Sprungdüsen am Arsch gemacht im Training. Hallo, wovon reden die da? Wie blöder geht das doch gar nicht. Also mal im Ernst. Okay, na gut. Wenn ihr meint, dass das impressive war. Okay. Dieses Zoom-In für normale Bewegung muss ich aber gleich ausmachen, ne? Das ist ein bisschen albern. Victoria Espinosa. For the time being, my father has summoned me to the Picton docks. I have a fleet inspection and a tour of a family refuge yards to preside over the coronation. Behold the responsibility of a noble daughter. Never run story. Okay. Jetzt habe ich schon fast wieder verpasst. Sind die jetzt Schwestern, die beiden Mädels? Weil die haben ja eigentlich verschiedene Namen. Jetzt muss ich gleich mal zurückspulen, nachher mache ich auf Video. Cousin, okay. So rum läuft das. Das heißt also, sie ist die Tochter von dem Bruder von Aranos Vater. Richtig? Okay. I will be responsible for the entire reach. Give me best to your father and don't late for your tourney. Okay. Boldwords cousin, not the only victory that will be celebrating is mine. You may be ascending the throne today, but my Kaga is more than a match for the family coil battle mag. Okay. Die mögen sich, die beiden, ich sehe schon. And anyway, they will see you at the tourney. In tourney grounds. Okay. Kangaroo, fall in and behind. Remember what I told you. Mission successful. Wir werden nochmals epischen Sieg. Sprungdüsen sind am Arsch. Also ganz ehrlich, das mit den Sprungdüsen kaputt machen im Training, also, das hätte man sicher auch vermeiden können, ne? Also die sind ja am Arsch gegangen, weil der überhitzt war. Das ist ja das Plasma geleakt, ne? Und die sind überhitzt, weil der Rookie-Pilot die Anweisung ausgeführt hat, auf alles rumzuballern, was da rumfährt, und dann auch gesprungen ist danach, ohne es abkühlen zu lassen. I remember the Oregon Reach of old. The time of the great expansion. I was just a boy then.
Proudly we went forth, bringing the light of our coalition to so many systems. And for what? To see our great kingdom slowly waste away? Year after year, the council deliberates while our economy falters, and the wolves bay at every door, while covetous neighbors plot against us. Well, I say, it can go no further. We are here today because if Lady Orana will not act, someone must. I know what I'm asking of you. You will face former comrades, or even loved ones, on the battlefield. I take up arms against my own niece. But remember, today we sacrifice so that tomorrow we can return our kingdom to its proper glory, to its proper strength. So should you fall tonight, know that you did so as true heroes of the Reach. To your stations, for the Directorate! Ah, geht weiter. In dem Landungsschiff sind halt eine ganze Lanze drin, ne? Das sind dann 5 gegen 4 Mechs. Also 5 Lanzen gegen eine Lanze, so rum. Oder halt ein Stern, aber das darf man ja so nicht zählen. Nicht Stern, das andere Ding. Und geht auf jeden Fall weiter. Aber das war halt, ne, so eine von diesen Videosequenzen, die halt richtig gut sind mit Sprachausgabe und wegen Bildchen. Die sind echt klasse gemacht, finde ich. Schön atmosphärisch. Indirekt Fire gibt's. Yep, yep. Genau. Also ballistische Waffen machen mehr Stability Damage in dem Spiel. Macht ja auch durchaus Sinn. Obwohl immer in den Büchern das ja ist, wenn so ein Laser die Panzerung wegschält, also abschmilzt, dass sie natürlich dann auch dieser Verlust an Panzerung, den das Gleichgewicht ein bisschen kaputt macht. Das macht sie hier auch, nur ist wahrscheinlich mehr mit ballistischen Waffen. Weil da geht die Panzerung weg und ihr habt einen Aufprall, noch einen größeren. Ne? Aber das sind ja halt diese Kleinigkeiten, die so schön simuliert sind. Ja, im Brettspiel ist wahrscheinlich alles ein bisschen komplexer als hier. Zumindest, weil ich damals im Skirmish-Mode gesehen habe. Aber das ist, glaube ich, hier ein guter Kompromiss zwischen Spielbarkeit, Erlernbarkeit und eben, ne, den schönen Regeln. So, jetzt geht's los, das Ganze. Ja, sag mal. Interface initiated. So, da ist Kamea. Ich würde sagen, das machen wir aber jetzt im nächsten Video, wie wir sie ihren Thron retten.